170 Millionen Teilchen Weltraumschrott, eine riesige Gefahr. Wir haben hier ja schon öfter darüber berichtet. Unzählige herumfliegende Teile, die eine gigantische Zerstörungskraft haben. Und jetzt gibt es eine neue Beobachtungstechnik aus Deutschland. Was Gestra kann und wie uns dieses Radar vor verheerenden Kollisionen schützen soll, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die aktuelle Bedrohungslage ist groß. 60 Jahre Raumfahrt haben ihre Spuren hinterlassen. Trümmerteile, ausgebrannte Raketenstücke oder defekte Satelliten, das sind die Teile beispielsweise. Es gibt Schätzungen, nach denen mehr als 20.000 Objekte mit einem Durchmesser von mindestens 10 cm um unseren Planeten kreisen, und zwar unkontrolliert. Und rund 750.000 kleinere Müllteilchen, die etwa 1 cm groß sind und von der Erde aus nicht zu erkennen sind, die kommen dazu. Mit jedem Fitzelchen sind es sogar rund 170 Millionen Teilchen. Eine riesige Bedrohung für die etwa 1500 aktiven Satelliten, die wir derzeit im Weltraum haben. Doch nicht nur die riesige Menge an Weltraumschrott, 2700 Tonnen, andere Schätzungen sprechen sogar von 6500 Tonnen, sondern vor allem die hohe Geschwindigkeit der Teilchen, die ist extrem gefährlich. Schneller als eine Gewehrkugel rasen sie durchs All. Selbst die kleinsten Müllkollisionen können verheerende Folgen mit sich bringen. Treffen sie beispielsweise auf Satellitenmodule, kommt es zur Korrosion. Die vorzeitige Alterung der getroffenen Module ist nicht mehr aufzuhalten. Doch das ist noch nicht einmal der Worst Case, denn selbst Schrottteilchen von einem Zentimeter Größe können Satelliten auf einen Schlag komplett zerstören. Und das hat direkte Folgen für unser Leben auf der Erde. Denn nicht zuletzt brauchen wir funktionierende Satelliten, um zu telefonieren, Wetter vorherzusagen oder uns mit dem Navi von A nach B fortzubewegen. Und im Weltraum gibt es eben nun mal keine Straßenverkehrsordnung oder Polizei, dafür aber jede Menge Geisterfahrer. Das Einzige also, was bleibt, ist den Weltraumschrott ganz genau zu beobachten. Dafür gibt es Radar. Die Schrottteilchen werden damit vor einer möglichen Kollision ausgemessen, sodass ein gefährdeter Satellit beispielsweise rechtzeitig umgelenkt werden kann. Aber nicht alle Müllteilchen können damit identifiziert und beobachtet werden. Sie sind eine riesige Gefahr und können das Kessler-Syndrom auslösen, das unsere Zivilisation um Jahrzehnte zurückwerfen würde. Das Kessler-Syndrom startet durch einen Crash. Innerhalb von Stunden werden ein Großteil der Satelliten rund um die Erde zerstört, inklusive der internationalen Raumstation ISS. Immer wieder schlittern wir an dieser Katastrophe vorbei. Es gab bereits 200 Kollisionen im Orbit der Erde und jede produziert wieder neue Schrottteilchen. Inzwischen geht man von etwa 170 Millionen Trümmerteilchen aus, die um die Erde schwirren. Wir sind quasi im Moment Zeuge eines Kessler-Syndroms in Zeitlupe. Spektakulärer Höhepunkt 2009, Stoßen der Iridium 33, des Iridium-Satellitentelefonnetzes, Gewicht eine halbe Tonne, und der russische Satellit Kosmos 2251 zusammen. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von rund 40.000 Kilometern pro Stunde bleiben von beiden Satelliten nichts mehr übrig, außer rund 100.000 Schrottteilchen. Sie haben jetzt die Chance für den nächsten Unfall deutlich erhöht. Um sie zu beobachten, gibt es Radarstationen auf der Erde. Und die USA sind damit etwa 30 Stationen ganz weit vorne. Und von denen sind wir hier in Deutschland auch abhängig. Der Großteil der Satelliten und Trümmerteile des Weltraums sind in einem öffentlichen Festkatalog festgehalten. Doch es gibt auch welche, die geheim sind. Deutschland hat jetzt nachgezogen, um diese unter anderem zu finden. Denn auch wir sollen in der Lage sein, den Schrott im Weltraum zu überwachen und zu beobachten. Dazu haben das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Luftwaffe ein experimentelles Überwachungsradar konstruiert. Sein Name GESTRA. Das steht für German Experimental Surveillance and Tracking Radar. Mit ihm sollen die Bahnen von Satelliten und Trümmerteilen in 500 bis 1200 Kilometern Höhe erfasst werden. Es besteht aus einem Empfänger und einem Sender, der gepulste Signale in den Weltraum schickt. In 400 Kilometern Höhe verdichten sich diese Signale zu einem Netz, und das macht es möglich, die Müllstücke, die hindurchfliegen, zu identifizieren. Der Empfänger auf der Erde analysiert die Daten, und so kann die Flugbahn der Müllteilchen vorhergesagt werden. Und Satelliten können dann einer Kollision ausweichen. Auch bei geheimen Teilchen. GESTRA passt in einen 16 Kubikmeter großen Container. Das heißt, das Radar ist auch mobil einsetzbar. 2018 soll der Testbetrieb anlaufen. Zudem soll GESTRA demnächst mit dem Weltraumradar TYRA vom Deutschen Fraunhofer Institut in Wachtberg kooperieren. Nicht nur die beteiligten Forschungsteams setzen viel Hoffnung in GESTRA.
Gerald Braum vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn sagt, zum einen fangen wir an, einen deutschen Bahndatenkatalog von Weltraumtrümmern aufzubauen. Den brauchen wir zivil und militärisch, sagt Braun. Denn bislang müsse auf amerikanische Daten zurückgegriffen werden. Zum anderen sei GESTRA auch ein Prototyp, um gezielt die Forschung für künftige Weltraumbeobachtungen zu fördern. Wenn ihr kein Video zum Thema Weltraumschrott und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Und hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Weltraumschrott, das Ende der Raumfahrt droht, mit noch mehr Infos zum drohenden Kessler-Syndrom. Ansonsten, bis dann, bleibt dran.